Willkommen zurück bei Hearts Medicine und oh, kleine Lisa. Heitere Lisa auf, sie hat es nötig. Ich finde das Spiel so süß. Es tut mir so leid. Ist schon okay. Das war vor langer Zeit. Es ist nur dieses Mädchen. Ich weiß genau, wie hilflos es sich gerade fühlt. Habe ich dir schon einmal erzählt, warum ich Lutscher so toll finde? Es spielt keine Rolle, wie schlecht der Tag gelaufen ist. Man kann immer einen Lutscher lutschen. Der ist einfach immer zur Stelle. Er mag vielleicht rein gar nichts an der Situation ändern, aber zumindest ist es etwas Süßes, das eine Weile tröstet. Man kann jeden Tag mit einer kleinen Geste verschönern. Einer kleinen, liebevollen Geste, die alles verändern kann. Also, was können wir tun, um dieses Mädchen ein ganz klein wenig aufzuheitern? Nun, ich glaube, wir haben hier ein paar Buntstifte. Und wir könnten Lisa ein paar Blätter oder Millimeterpapier geben, damit sie ein wenig malen kann. Lisa, würdest du gerne ein Bild für deinen Papa malen? Ich helfe dir, wann immer ich kann, okay? Oh, das ist so putzig und ich habe kein Geld mehr. Aber es ist egal. Okay, wir malen gleich mal zu Anfang mit ihr eine Runde. So, und dann musst du aber jetzt aber dahin. Das darfst nicht vergessen. Komm. Alter, ist das kompliziert, das Ding, ey. Ich hasse es. Damit werde ich mir alles versauen, was ich mir versauen kann. Nein, oh, jetzt haben wir noch das Desinfektionsmittel vergessen. Okay, das geht. Da bin sogar ich mal nicht mit überfordert. Das wird. Schwein. Zwischen jeder Behandlung ein paar Millimeter hier rummalen. Ich finde es eigentlich wirklich sehr süß, dass sie sich solche Mühe geben. Normalerweise würden die das nicht machen. Ich glaube, in keinem normalen Krankenhaus würde sich jemand hinsetzen und mit einem kleinen Kind malen. Okay, die haben begriffen, dass ich da nicht gut drin bin. Das ist natürlich von Vorteil. Alter, warum muss gerade jetzt hier so viel los sein? Das ist eine Katastrophe. Was machen die doch mit Absicht? Oh, schon wieder Kabel. Schon wieder viele Kabel. Okay, vielleicht lerne ich es doch noch irgendwann. Wer weiß. Huh? Oh. Könnt ihr mich mal in Ruhe malen lassen? Ist ja eine Katastrophe hier. Ständig will ja einer was. Bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier? In der Notaufnahme oder was? Oh komm, und dann frisst das nicht. Es ist echt so eine kleine Katastrophe.
dass ich hier nicht zum Malen komme. Dieses Kind, es ist unglücklich. Könnt ihr das denn nicht sehen? Ich muss die Patienten zufriedenstellen. Ich glaube, es geht los. So, bis zum bitteren Ende. Okay, kann ich mich euch auch wieder vollkommen widmen hier? Das ist alles ist. Ach, scheiße. Einmal O2 und. Ist beides O2. Ist beides Sauerstoff. Oh Gott, warum so viele? Viel zu viel. Oh Gott, wenn ich mir vorstelle, wie oft das noch auf mich zukommt. Oh Gott. Da wird mir ja jetzt schon schlecht von. Okay, aber das ist gar nicht mal so übel. Das ist gut, Schicht beendet. Dann habe ich auch nur noch dich hier. Yay, das läuft doch, das läuft doch. Oh, sie hat eine kleine Prinzessin gemalt. Schau mal, Allison, ich hab dich gemalt. Oh, ist das süß. Wow, das ist ja wunderschön, Lisa. Lisa, weißt du schon, wie es in deinem Krankenwagen aussieht? Gibt's da Lutscher? Lutscher? Aber klar, doch Tausende. Sind da nicht die Krankenwagen? Ja, aber wir nehmen die Touristikstraße. Damit sie gar nicht so mitbekriegt. Oh Gott, was ist hier passiert? Das sieht nicht gut aus. Er ist zu schwach für Tabletten, aber er kann auch nicht alleine gesund werden. Wir müssen etwas tun, Sophia, sonst wird er sterben. Also ich finde, die hat in ihrem... Da hat auch gerade mehr zu tun als der andere in seinem komischen OP da, ey, ganz ehrlich. Es ist ein Notfall. Hilf jedem Patienten innerhalb von 15 Sekunden nacheinander. Oh Gott. Ich wusste, dass es in der Notaufnahme um Leben und Tod geht, aber das erlebe ich zum ersten Mal. Es tut mir leid, Daniel, dass dieser Patient... Und diese dämlichen Fachzeitschriften helfen mir auch nicht weiter. Es kommt mir so vor, als würdest du in diesem Krankenhaus versauern. Ich weiß nicht. Hör mal, heute Abend lade ich dich bei mir zu Hause zum Abendessen ein. Und ein Nein akzeptiere ich nicht als Antwort, mein Fräulein. Oh, er ist lieb. Er macht sich solche Sorgen. Er ist schon sehr lieb. Gut. Ich werde wahrscheinlich wieder ein paar Runden extra spielen. Aber ich habe mir dann angewöhnt, immer nur das erste Kapitel dann. Komm. Oh Gott. Warum reagierst du nicht? Oh, ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Du kommst nicht auf die gute Liege, mein Fräulein. Da lege ich ja auch nur nicht jeden hin, ne? Das ist ja super. Dann, oh, super. Es wird auch immer besser, habe ich das Gefühl. Und mir laufen dann immer die Herzchen davon. Aber das macht ja nichts.
Das macht ja nichts. Habe ich sogar dabei. Habe ich beides dabei. Du bist schneller, okay. Wir laufen die Sekunden davon. Nähen geht mittlerweile. Nähen finde ich gut, aber das Spiel, das ist mir zu dumm. Was kann ich für dich tun? Weil ich alles... Wahrscheinlich war ich im Kindergarten schon schlecht in solchen Spielen. Möglich ist es. Was soll ich denn machen, wenn ich überhaupt keine Patienten habe, ihr Witzbolde? Ah, nein. Das ist auch witzig. Scheiße. Da habe ich ein Skalpell zu viel. Mupp, mupp. Ja, ich mache ja gleich. Ich muss den Herrn nochmal eben hier die Splitter ziehen. Okay, gerade noch. Ich mag das Ding da oben nicht, wisst ihr das? Das ging jetzt schneller. Meine Schicht ist gleich zu Ende. Das ist nicht gut. Ich brauche Patienten. Ich glaube, ich persönlich habe ganz schlecht im Nähen. Ich könnte mir ja nicht mal selber eine Spritze geben. Das ist so ein kleines Katastrophenkind. So mag ich das Spiel. Ja, das andere finde ich schon zu kompliziert. Okay, wir müssen mal... Oh Gott, warum hat die denn so viele Scherben im Arm? Was hat die denn gemacht? So hat dieses Spiel zu laufen. Lass es dir schmecken. Ich danke dir. Allison? Allison, willst du was trinken? Es tut mir leid, ich entschuldige mich andauernd bei dir. Wenn du sowieso an nichts anderes denken kannst, warum erzählst du mir nicht von diesem Patienten? Okay, er ist 49 Jahre alt, hat ein Herzleiden. Du willst ihn so weit therapieren, dass er die kardialen Medikationen schlucken kann? Genau, dann wird er sofort genesen.
Da gibt es einen Arzt in Boston. Er experimentiert mit sich langsam zersetzenden Stimulantien, die zeitweilig die Gesundheit eines Patienten während einer Behandlung verbessern. Sie verlieren ihre Wirkung, wenn die echte Genesung des Patienten einsetzt. Daniel, das könnte wirklich funktionieren. Dr. Fogarty, Boston General. Ich schätze, dieses Abendessen ist damit vorbei. Sie verschieben es auf ein andermal. Armer Kerl, ey. Ich meine, er gibt sich echt Mühe, ne? Nur kommen muss. Zum Ergebnis zählen nur Patienten, die zusammen mindestens zwei weitere Patienten entlassen werden. Okay. Okay. Das kriege ich, glaube ich, hin. Okay, ich hole mir schon mal Flup-Flup. Ich hasse euch. Ich sollte mir vielleicht angewöhnen, ein bisschen ruhiger zu bleiben bei sowas. Ich lasse sie ja sowieso meistens mit goldenen Herzen da stehen, bis sie... bis sie zu 5 sind. Weil du kommst nicht, es geht hier nicht immer nur. Einmal Splitter ziehen. Hallo? Ernsthaft. Das klappt ja bisher ganz gut. Ich glaube, das... ach Gott. Wie sowas wie Sauerstoff holen. Dann bin ich mir erstmal überfordert. Dieses Gestöpsel schon wieder. Mit der Anzahl von Stöpseln geht's noch, aber alles andere wird dann schlechter. Aber das ist ja schon mies, wenn nur Kombos zählen, das ist da bisher schon ein bisschen, ne, so, was... Naja, bis jetzt klappt es ja ganz gut. Was möchtest du jetzt? Okay. Warum nimmt sie das jetzt nicht mit? Warum? Nur weil er ein Notfall ist, muss sie da nicht, nicht als erstes hinrennen. Das ich hatte da nicht raufgeklickt. Nein, das hatte ich wirklich nicht. Oh.
Oh. Sie rennt dann zwar mal leicht dahin, wo der Notfall steht, aber das hilft einem nicht viel weiter, wenn sie nicht mit hat, was dieser Notfall braucht. Oh. Beende die Schicht jetzt. Ich habe nicht mehr ganz viel Platz für viele Patienten. Dankeschön. Sehr schön. Das funktioniert. Prüfung gepackt. Diamanten bekommen. Wir können uns wieder was holen. 6 Diamanten. Genau, wir holen uns mal dieses komische Paket hier. Ich verstehe die moderne Kunst wirklich kein bisschen, aber sie sieht echt nett aus. Echt nett ist der kleine Bruder von Scheiße-Elfen. Merkt ihr das mal? Echt nett aus. Es echt nett ist nicht gut. Das ist wirklich beeindruckend, Allison. Das könnte echt sein Leben retten. Also versuchen wir es? Logisch. In dieser Schicht musst du das Niveau der Stimulantien aufrechthalten. Wird das meinen Papa gesund machen? Das hoffen wir alle wirklich sehr. Oh. Da war ich nicht schnell genug. Und dann auch noch das Schwein. Ich habe keine Ahnung wo, ich habe es gerade nicht gesehen. Das Ding habe ich noch mit. Nein, oh, jetzt will sie ja noch. Ich bin zu doof. Habe ich schon mal erwähnt, dass solche Dinge mich ja nicht dann immer ablenken, weil ich immer Angst habe, dass ich das versuche. Ich hab ihn gesehen. Und jetzt lenkt die Schwein mich ab, ey. Okay, als erstes gehen wir nähen. Dann hier rüber. Hier rüber! Ich das denn nicht klar und deutlich gesagt, Allison? Ja.
Ja, ich merke schon, ich werde ruhiger, ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. Was ist in diesem Spiel? Ich fühle mich unter Druck gesetzt von solchen Dingern, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das alles hin. Nicht alles hin. Allison und ich sind die Mega-Ärzte der Nation. Das hatte ich überhaupt nicht vor. Geh da hin, Allison. Bewege dich ein wenig. Okay, jetzt will ich tun. Achso, okay. Nochmal kühlen das Ganze. Sehr schön. Und jetzt schmeiße ich euch alle hier raus. Und jetzt muss ich mal eben ganz kurz... Es tut mir sehr leid. Ja, ich bin schon bei Ihnen. Aber das ist wichtig. Es geht hier um Menschenleben, meine Lieben. Die Schicht ist beendet und ich bin so. Oh, aber ganz knapp. Mit einem Punkt. Das war extrem knapp gerade. Ich habe zu viel versuddelt. Komm schon, der Rest liegt jetzt bei dir. Da oben sind so süß. Aber die zwei hier unten auch. Lisa? Das hast du ganz alleine geschafft. Ich mache das normalerweise nicht, wenn alles gut geht, aber den hast du dir verdient. Marathonschicht. Laufe 800 Meter während einer Schicht. Oh, ich glaube, das sollte wirklich nicht das Problem sein, so ein Schnupfviech renne. Du hast mir das Leben gerettet, Allison. Und dann hat Lisa mir noch erzählt, was ihr alles für sie getan habt. Wir haben nur unsere Arbeit erledigt. Nun, ich danke euch von ganzem Herzen. Du musst gut auf ihn aufpassen. Na klar. So, und damit ich nicht anfange zu überziehen, sehen wir uns das beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.